So, weiter im Thema. Die erste Frage des Schlanken lautet: Habe ich körperlichen Hunger oder Durst? Ich habe jetzt drei Teile zum Hunger erstellt. Die kannst du dir gerne anschauen oder anhören. Und jetzt geht es darum, den Durst ins Visier zu nehmen. Denn der Durst macht dick. Ich denke mir mal, so einige von uns, die schon viele Jahre Diätkarriere hinter sich haben, kennen diesen Slogan: Trink so viel du kannst, je mehr du trinkst, desto mehr nimmst du ab. Ich unterschreibe das nicht. Ich habe 5 Jahre in der Urologie gearbeitet und ich weiß, dass die Vorgaben, die für normale Menschen gelten mögen, von 2,5 Litern, 3,5 Litern am Tag zu trinken, für manche Menschen tatsächlich kontraproduktiv sind. Denn die beiden Organe, Nieren, können ihre Leistung aus welchen Gründen auch immer steigern oder minimieren. Und wenn sie gesteigerte Leistung der Ausfallfiltration des Blutes haben, das heißt, sie geben und scheiden mehr Flüssigkeit aus, dann könnten wir tatsächlich bis zu 6 Liter trinken und sind immer noch durstig. Und es gibt Menschen, die, wenn sie quasi Gewalt anwenden beim Trinken, weil der Arzt gesagt hat, trinken Sie mindestens 2,5 oder 3,5 Liter, dann kann es sein, dass die Niere in der Leistung nicht ausreicht oder gehemmt ist, aus welchen Gründen auch immer, und dass die Flüssigkeit sich im Körper sammelt und das kann Herz-Kreislauf sehr belasten, vor allem das Herz. Und natürlich wird das Gewicht steigen. Und bei Herzerkrankungen soll man sowieso die Flüssigkeit abmessen und jeden Tag auf die Waage steigen und schauen, ob man Wasseransammlungen produziert. Deswegen bin ich ja, da ich in der Materie sehr, sehr bewandert und sehr lange, lange unterwegs war und viele, viele Patienten erlebt habe, bin ich skeptisch, was die Angaben von 2,5 Litern oder wie auch immer die Angaben sind, pauschal für jede Person zu vermitteln. Wir tragen alle unterschiedliche Schuhe und jemanden zu sagen, jeder soll 39 Größe tragen, ist ja illusorisch und eigentlich nicht logisch. Und so sollte das auch bei Menschen sein. Jeder Mensch ist unterschiedlich alt. Das Geschlecht ist relevant bei Flüssigkeitsaufnahme und Ausscheidung. Und auch die Körpergröße. Also bin ich 1,50 Meter groß oder bin ich 1,80 Meter? Das ist definitiv ein Unterschied. Und wenn man dann sagt, ich bin erwachsen und bin 40 Jahre alt, bin weiblich und ich muss jetzt 3,5 Liter am Tag trinken, sonst werde ich krank, das ist Schwachsinn. Meine Empfehlung für dich, die ganz einfach ist, damit du weißt, das ist ganz wichtig, dass du das jetzt wirklich ernst nimmst und es ausprobierst für dich persönlich. Falls du das Durstgefühl nicht wahrnimmst, das ist kein Witz, wenn du das Durstgefühl nicht mehr wahrnimmst, weil du nicht die Fähigkeit hast zu unterscheiden, ist das jetzt Hunger? Oder ist es Durst, was ich wahrnehme? Also, wenn du das Durstgefühl nicht wahrnehmen kannst und sehr oft verwechselst mit dem Hungergefühl und du machst dir Sorgen, ob du genug trinkst, und es ist wahr, du musst genug trinken, um gesund zu sein, damit deine Verdauung funktioniert, damit du die Gifte ausscheiden kannst, ja, dann tu mir den Gefallen, den tue ich auch jeden Tag meinem Körper, auch wenn ich schon den Durst wahrnehme. Nichtsdestotrotz, es gibt Tage, an denen ich quasi nicht so selbstbezogen fühle und sehr, sehr viel zu tun habe. Abends, bevor wir ins Bett gehen,
gehen wir doch das letzte Mal Lulu machen. Und wenn wir das letzte Mal zur Toilette gehen und das Wasser wegbringen, dann dreh dich um und schau bitte nach, ob das, was du ausgeschieden hast, apfelsaftgelb ist oder eher so hell wie Wasser oder Champagnerfarben. Wenn es apfelsaftgelb ist, dann ist dein Urin, dein Harn sehr hoch konzentriert und du hast an dem Tag vollkommen unabhängig, wie viel du getrunken hast. Wie gesagt, manchmal ist auch die Witterung, also ist es heiß, ist es kalt, dafür verantwortlich. Vollkommen unabhängig, wie viel du dich bewegt hast oder nicht bewegt hast, wie viel du getrunken hast oder nicht. Wenn abends dein Harn apfelsaftgelb ist, dann bitte trink noch ein großes Glas Flüssigkeit, bevor du schlafen gehst, damit deine Leber und deine Nieren ihre Arbeit machen können, damit du auch in die Lage versetzt wirst, richtig zu verdauen und auch abzunehmen. Wenn das nämlich nicht passiert, regelmäßig, wenn wir den Durst des Körpers, also den Flüssigkeitsbedarf des Körpers nicht decken, dann ist es genau das gleiche wie bei Diäten. Wenn wir den Körper nicht genug Energie zuführen, dann wird er sich gezwungen fühlen, alles, was wir ihm geben, möglichst zur Seite zu legen für Notzeiten. Also nicht in einen neuen Porsche zu investieren und eine Loftwohnung, wenn wir ein bisschen arbeiten, nachdem wir arbeitslos geworden sind. Nein, Menschen, die die Arbeit plötzlich verloren haben, werden, nachdem sie in Arbeit kommen, erstmal ein Sparkonto anlegen und tatsächlich was zur Seite legen, weil sie jetzt wissen aus Erfahrung, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht, dass man wieder auf der Straße steht und keinen Job hat und die Miete nicht mehr bezahlen kann. Das heißt, die Erfahrung macht schlauer und lässt uns vorsorglich denken und handeln. Und warum sollte das der Verstand anders sein als der Körper, der ja Millionen von Erfahrungen mit dem Hunger und dem Durst gesammelt hat? Der Körper ist viel schlauer, was das angeht, wenn irgendwo ein Mangel herrscht oder Überfluss. Also, wenn du deinem Körper regelmäßig zu wenig Flüssigkeit, als das er braucht, zuführst, also wenn du dafür sorgst, dass abends immer wieder Apfelsaft, gelber Urin einkommt und du nichts nachfüllst, Optimum ist, dein Urin, bevor du schlafen gehst, ist Wasserfarben oder so wie Champagner hell, dann hast du den Körper richtig versorgt mit Flüssigkeit. Wenn du das nicht getan hast, werden bestimmte Mechanismen schalten. Und einer dieser Mechanismen ist tatsächlich, dass die Nieren in ihrer Leistung gemindert werden, damit der Körper die Flüssigkeit, die er bekommt, auf Vorrat im Gewebe einlagert. Damit er einfach nicht in diese Bredouille überhaupt kommt, nicht genug Flüssigkeit zu haben für die Regenerationsprozesse, Verdauungsprozesse und Reinigungsprozesse. Also tu dir selbst den Gefallen und achte jeden Abend, bevor du schlafen gehst, was da aus dir rausgekommen ist und tanke nach. Und anhand dieser Maßnahme kannst du dann nach und nach herausfinden, wie der tatsächliche momentane, also in diesem zeitgebundene Bedarf für deinen Körper ist an Flüssigkeit. Und das kann für eine 1,50 Meter große Frau tatsächlich nur 1,5 Liter am Tag sein, dass sie in Flüssigkeitsform aufnimmt, also in Form von Tee, Kaffee, Wasser, wie auch immer. Und für jemanden wie mich sind es tatsächlich 6 Liter, die ich jeden Tag trinke, weil sonst geht es mir nicht gut. Mir geht es nicht gut, ich habe aber dann inzwischen auch gelernt, meinen Durst zu empfinden. Nochmal zum Durst. Der Körper ist schlau, er ist nicht blöde. Wenn wir nicht genug trinken, weil wir uns das nicht gönnen, weil wir meinen, das kann man verschieben auf später, dann wird der Körper uns Hunger präsentieren. Denn der Körper weiß, wenn ich
etwas esse, beinhaltet das Essen auch Flüssigkeit. Flüssigkeit, die wir wirklich brauchen. Das erste ist Sauerstoff, das zweite ist Wasser und das dritte ist erst das Essen. Und deswegen sorgt der Körper dafür gut, wenn du dann jetzt monatelang auf mein Durstgefühl, Gefühl, nicht Emotion, Gefühl, also ein Signal wie Schmerz oder Harndrang, ja, ein Harndrang ist keine Emotion, auch kein Stuhlgang. Stuhlgang ist auch keine Emotion, das ist ein Gefühl. Nur, dass wir uns verstehen, was ist eine Emotion, das ist vom Verstand und alles andere sind Gefühle wie Schmerz, ne? Und Harndrang und Hunger und Sättigung und Appetit, das sind alles Gefühle. Wenn du jetzt monatelang das ignoriert hast, schaltet der Körper um und wird in der Tat dir Hunger präsentieren. Und dann wirst du was essen, obwohl du überhaupt keinen Bedarf an Energie hast. Er wird es nur tun, damit er endlich H2O bekommt. Und deswegen alleine die Maßnahme, ausreichend zu trinken, und das ist ja nun wirklich seit Jahrzehnten bekannt, wenn man ausreichend trinkt, kann man bis zu 15 Kilo in einem Jahr verlieren. Wenn man nicht genug trinkt, dann könnte es sogar zu Gewichtszunahme von 15 Kilo innerhalb eines Jahres führen. Weil die Kalorien, die wir zusätzlich zu dieser Flüssigkeit, die eigentlich der Körper wollte, zuführen, ja, die werden eingelagert. Wenn du mir mehr gibst, dann sagst du mir eigentlich, ich muss mehr dazu haben. Ja, also achte auf deinen Durst. Deswegen ist die erste Frage der Schlanken, habe ich körperlichen Hunger, körperlichen, oder ist es doch Durst? Ich habe das schon einmal erläutert, wenn wir spät abends ganz, ganz viel essen, so nach 21 Uhr, dann wachen manche Leute morgens auf und haben das Gefühl, dass sie Hunger haben. Und wenn man dann das Ratio einschaltet, sein Gehirn und seine Intelligenz, dann sagt er, ich habe die ganze Nacht gelegen, ich habe gestern Abend ordentlich Kalorien reingeschaufelt, wieso soll ich jetzt Hunger haben? Und dann reicht wirklich ein großes Glas warmes Wasser oder etwas Warmes zu trinken, kann auch natürlich kalt sein, besser ist es morgens Warmes zu trinken und dann plötzlich ist der Hunger weg. Denn es war eigentlich Durst, denn wir benötigen bis zu 3 Liter Flüssigkeit, um in unseren 7 Meter langem Verdauungsschlauch, genannt Dünndarm und Dickdarm, die Verdauung stattfinden zu lassen. H2O ist eine chemische Substanz, die dafür sehr, sehr notwendig ist. Und wenn wir nicht genug Flüssigkeit haben, dann kann es sein, dass wir morgens tatsächlich, nachdem wir abends ganz, ganz viel gegessen haben, einen Hunger, einen Pseudohunger spüren. Das ist eigentlich Durst. Und nachdem wir das gegeben haben, was der Körper wollte, nämlich Flüssigkeit, ist der Hunger, der wirklich manchmal sehr fast schmerzhaft zu empfinden ist, der ist dann weg. Ja, und das sind dann wieder Kalorien, die hätten wir uns zugeführt, weil wir hatten ja so doll Hunger, ne? Und die wären auf den Hüften gelandet, obwohl es nicht nötig ist. Also sowohl der Verstand ist hier gefragt, als auch eine gesunde Selbstwahrnehmung, die vielleicht durch die Diätkarriere tatsächlich gestört ist. Und das ist so ein Trick, um das zu überwinden. Und nach wirst du die Erfahrung machen, der Körper schaltet wieder das gesunde Durstgefühl und du wirst dann Durst empfinden, wenn du wirklich Durst hast und Wasserflüssigkeit Mangel hast. Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Selbstentdeckung und Selbsterfahrung. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir. Es bleibt auf jeden Fall spannend hier auf diesem Kanal. Ich freue mich auf deine Feedbacks und Kommentare und auf deine Fragen. Ich bin hier und bis dann.